Wir sind in der Nähe von Willemstad bei der Curaçao Substation. Hier kann man mit einem kleinen U-Boot hinab in die Tiefsee tauchen. Zuerst erfolgt eine längere Einführung. Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass der U-Boot-Kapitän Tico Christian ausfällt, muss ich in der Lage sein, das Boot per Zollstick und Druckluft wieder an die Oberfläche zu bringen. Auch die Kommunikation mit dem Sicherheitsoffizier an Land muss bedient werden, der die Fahrt überwacht. Nur 1 Meter breit ist die Kapsel und 2,70 Meter lang. An Platzangst darf man nicht leiden, übergewichtig auch nicht sein. Sonst passt man gar nicht durch die Luke. Das U-Boot dient für touristische Fahrten und die Forschung. Mehrere neue Fischarten und Muscheln hat man auf diesen Fahrten seit 2010 entdeckt, so Tico Christian. Dabei sind zudem ein Begleitboot und ein Taucher, der von außen nahe der Oberfläche Bilder macht. Bei einem Notfall würde das Atemgas bei 2 Personen für 1 Woche reichen. Wasser und Nahrung ist ebenfalls an Bord, wenn alle 3 Sicherheitssysteme versagen würden. Mehr als unwahrscheinlich, aber Sicherheit geht vor. Das Boot hat schon über 1000 Fahrten gemacht, ohne Probleme, und ist vom germanischen Lloyd zertifiziert. Gebaut wurde es in Vancouver, Kostenpunkt 2,6 Millionen Dollar. Nach den Aufnahmen nahe der Oberfläche geht es in die Tiefe. Für normale Sporttaucher endet ein Tauchgang bei rund 40 Meter. In 140 Meter Tiefe macht Tico kurz das Licht aus. Das ist die Tiefe, wo sich das bläuliche Schimmern im Dunkeln verliert. Es geht weiter hinab. Eigentlich eine öde Sandwüste hier unten. Ab und an ein Fisch oder eine Anemone. Einfach faszinierend. Es geht an einem alten, gesunkenen Ruderboot vorbei. Generell hat der Mensch auch hier seine Spuren überall hinterlassen. 768 at the little fishing boat. All scrubbers functioning. So sieht man immer wieder mal Müll, der in das Meer geschmissen wurde. Eine Plastikflasche kann ich mit dem Greifer fassen. Sie wird wieder an die Oberfläche gebracht und entsorgt. Unterwegs begegnen wir einem anderen U-Boot, das auf Forschungsfahrt ist. Und dann erreichen wir für heute die tiefste Stelle, 854 Fuß, rund 261 Meter. Ausgelegt ist das U-Boot bis 450 Meter, zugelassen bis 305 Meter, sprich 1000 Fuß. Die Tiefsee beginnt ab 200 Meter, kein Licht dringt mehr in diese Tiefen. Ein Ort, an dem weniger Menschen gewesen sind als auf dem Mount Everest. Es geht langsam wieder hoch zu dem Wrack eines vor 20 Jahren versenkten Frachters, der Stella Maris. Er liegt in rund 140 Meter Tiefe, misst 98 Meter Länge und hat 18 Meter Breite. Topside, current depth is 440 and we are on the stern of the Stella Maris, making our way forward, so moving towards midship now. Yes. Roger.
The plan actually with this ship was it's been dropped down in the ocean just for diving purposes. The plan was to actually drop it at a depth of around 80 to 100 feet. But yeah, seeing that we're now at 430 feet, you probably thought, okay, what went wrong? Well, the thing is, our reef was at a slope, yeah, so at an angle of about 45, 50 degrees, and the ship basically just went down, and as it went down, it fell on that, it came on the bottom. So yeah, as it went down, it hit the bottom. And once it hit the bottom, of course, it started rolling. Yeah, so it started rolling. It went off the drop-off, rolled even more, and then it came to lay down here, right now, at this depth. Because for people that dive, this would be a super great wreck to have in a shallow water, you know, with a mast or a crow's nest being at around 80 feet or 60 feet, so you could just free dive it, you know, or people from the top could snorkel and see it. Topside, I got you loud and clear, Johnny Boy, life support coming up. We got oxygen is 20.8. Cabin pressure is, call it 1.8 negative. We are still on HPO2. Port side is 2100 and 110 on line pressure. Mains 232. Eigentlich sollte das Wrack für Taucher als Tauchspot und als künstliches Riff dienen, etwa in 30 Meter Tiefe liegen. Nur klappte das nicht wie geplant. Er touchierte einen Felsen und rollte einen Unterwasserhang hinunter, liegt deshalb jetzt auf der Seite in größerer Tiefe, unerreichbar für Taucher, nicht aber für ein U-Boot. Etwas entfernt finden sich die Ankerkette mit Anker und der Mast, der abgebrochen ist. Wieder aufwärts geht es an der Riffkante entlang. Und je höher wir kommen, desto mehr nimmt die Tierwelt zu. So ab 50 Meter Wassertiefe tobt wieder das Leben. Look at all the beautiful fish on it as well, the purple and yellow fish. Yeah. They're called fairy basslets or royal grammas. Current depth is 050, approaching the channel.
ready for hatch.